Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch mal gezeigt, wie man am besten eine Auspuffsauger gemacht. Das ist jetzt eine Methode, die habe ich mir irgendwie aus Forenwissen und Eigenrecherche so ein bisschen zusammengestellt. Wie ihr seht, funktioniert perfekt. Also der sieht aus wie neu. Richtig geil. Und im Endeffekt ist es relativ einfach, braucht nur ein bisschen Zeit. Ich habe ungefähr 20-25 Minuten gebraucht für das ganze Prozedere, weil ich meinen Auspuff in meinem Auto ewig nicht mehr gewaschen habe. Also heute ist Waschtag. Und ja, mit dem Auspuff habe ich mal angefangen. Ist tatsächlich so, dass am besten mit einem nassen Tuch am Anfang einmal sauber machen und drüber wischen. Dann mit einem Keramikreiniger drüber geht. Da habe ich zwei verschiedene, weiß gar nicht warum. Funktionieren beide ganz gut. Am besten funktioniert aber, soweit ich noch weiß, Ceraclean, ja, heißt das, glaube ich. Das ist auf jeden Fall richtig gut, das Zeug. Und damit kriegt ihr die ganzen schwarzen Punkte weg und die ganzen Verfärbungen. Also der Auspuff war echt mit Laubfetzen verkrustet und einfach, keine Ahnung, gut ein, zwei Monate richtig gut Dreck gefressen und festgebrannt. Und zum krönenden Abschluss immer empfehlenswert der Kratzentferner. Er hat zwei Vorteile. Einmal macht er noch die restlichen kleinen schwarzen Teerflecken weg, die man sonst nicht wegbekommt. Der Auspuff, der bleibt auf jeden Fall kratzfrei, also das ist so, so fein, da siehst du nicht, dass du da irgendwie mit einer Art Schleifmittel dran warst oder wie auch immer du das nennen willst, also das ist super sanft, da passiert nichts mit dem Auspuff. Und der nächste Vorteil ist, das wird noch versiegelt, das ist auch ziemlich nice. Und ja, kleiner Geheimtipp ist halt mit super feinem Schleifpapier die Auspuffinnenröhre sauber zu machen, das ist wichtig, immer in der Schleifrichtung zu bleiben, die der Auspuff an sich schon mitbringt. Also bei dem Performance-Engine-Dämpfer, den ich drauf habe, waren die Riefen schon sowieso im Kreisform. Die habe ich dann auch aufgenommen, weil sonst hast du da irgendwie ein scheiß Kreuz drin, das sieht dann nicht so geil aus. Und ja, ich denke, das perfekte Ergebnis liegt hier gerade vor. Ich habe versucht, ein paar gute Fotos zu machen. Im Original sieht es halt noch nicer aus. Und ja, ich hoffe, auf dem Video kriegt man es irgendwie eingefangen. Und viel Spaß beim Auspuff putzen. Ciao. Peace.